Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte von nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Und heute habe ich euch wieder ein Lego Exklusivset mitgebracht. Das ist dies, die 40569, die Postkarte von London aus der Creator Serie. Die gibt es exklusiv nur bei Lego, also im Lego Shop online oder vor Ort. Das hier ist die Box. Das hier die Rückseite. Und ich habe euch da ja schon aus derselben Reihe habe ich euch schon New York vorgestellt und hatte mit der gleichen Bestellung auch noch London bestellt. Und werde euch das jetzt vorstellen und dann auch noch ein bisschen vergleichen, was ich besser finde, was ich schlechter finde. Und ja, hier kriegt man für das Set, kostet glaube ich ungefähr 15 Euro bei euch in Deutschland oder in der Schweiz. Hier in Schweden kostet es umgerechnet dann 18 Euro. Ist halt alles ein bisschen teurer hier, so Sachen. Kriegt natürlich keinen Rabatt darauf, kriegt aber VIP-Punkte. Und ich habe es so gemacht, dass ich ja noch ein GWP erhalten habe mit den Bestellungen von diesen Sets. Und ja, dann geht das eigentlich. Und man kriegt hier 277 Teile und hat einige schöne Teile dabei. Und ja, das hier ist die Anleitung. Das Ganze wird in zwei Bauabschnitten aufgebaut. Zeige ich euch gleich. Das wären dann diese zwei Bauabschnitte hier. Also man baut zuerst die Hinterwand und dann alles das, was in die Höhe geht. Und nach 86 Seiten ist man dann fertig. Hier sieht man noch die anderen Sets dieser Serie. Eben, es gibt noch Paris, Peking und eben New York. New York habe ich euch schon vorgestellt. Da kann ich euch gerne das Video dann verlinken. Ist auch ein sehr tolles Set, wie ich finde. Und ja, das war's dann hier mit diesem, mit dieser Bauanleitung. Ist auch wieder in diesem Weiß gehalten, wie das die neuen Bauanleitungen alle sind. Dann, was halt bei diesen Sets ein bisschen schade ist, dass die sehr viele Sticker haben. Das hier ist der Stickerbogen dieses kleinen Sets. Der ist schon sehr riesig. Aber, naja, ist nun mal so. Kann man nichts machen. Das hier sind die Ersatzteile, die da dabei waren. Es hat eben auch sehr viele kleine Teile halt. Aber eben, wenn man jetzt die Preis-Leistung anschaut, man bezahlt ungefähr, glaube ich, eben 15 Euro. Plus bekommt noch 5% Rabatt mit den VIP-Punkten. Und hat dann 277 Teile für 15 Euro. Also da ist man fast bei, ja, sage ich jetzt mal 6 Cent pro Teil ungefähr. Einfach so schnell durchgerechnet. Und man kriegt dann am Schluss dieses Set hier. Also diese Postkarte. Und die sieht, wie ich finde, sehr cool aus. Hier sieht ihr, wie es von hinten aussieht. Da ist halt alles schön schwarz. Und von unten sieht es dann halt so aus. Und eben, also es sind hier wirklich alles Aufkleber, was man hier sieht, glaube ich. Hier ist nichts Geprintes dabei. Also auch diese Flagge hier, das ist ein Aufkleber. Das am Riesenrad hier sind Aufkleber. Der London ist ein Aufkleber. Und die hier sind ebenfalls alle Aufkleber. Das ist halt ein bisschen schade. Aber der Bau war ganz spaßig. Und eben, man kriegt einige gute Teile. Man kann dann auch hier das so ab. Ja, das war jetzt keine gute Idee. Ich habe vergessen, dass man das hier ja angemacht hat. Ja. Obwohl, nee, das ist gar nicht angemacht. Ich habe einfach unvorsichtig das abgenommen. Also man sieht hier einige Sachen und dann hier an dieses Ding gepappt. Also zum Beispiel der Big Ben, der ist da nur so an zwei Elementen angemacht und dann so umgeklappt. Der hält da gut. Das Riesenrad wurde da auch direkt an die Wand gemacht. Und der Rest ist dann hier so auf diesem Teil. Meistens oft auch nur mit so einer Noppe da festgemacht. Aber das hält eigentlich ganz gut, wenn man es nicht so auseinanderrupft, wie ich das gerade gemacht habe. Dann funktioniert das eigentlich sehr schön. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier wieder einfädle. Den kann man auch nachher wieder drauf machen. Und dann kann man das hier eigentlich wieder zusammen machen.
wieder ausrichten und den wieder drauf und dann sieht man eigentlich nichts, dass hier mal so und dann steht schon wieder alles. Und man kriegt halt eben, wenn man will, 5 so schwarze Platten, also 4 größere und eine kleinere. Ich meine, das ist schon mal nicht schlecht. Man kriegt hier auf der Wand hier jede Menge Fliesen. Muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht ständig was abrupfe. Aber eben die Postkarte ist auch nicht so gedacht, dass man die ständig herumträgt. Man spielt auch nicht damit. Also die stellt man sich ins Regal und hat Freude daran, dass man da Erinnerungen aus London hat. Ja, ich finde es ein schönes Set. Würde mich interessieren, wie ihr es findet, ob es euch auch gefällt, ob ihr euch das Set auch holt oder euch schon geholt habt. Würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, ich kann es vom Preis-Leistung her nur empfehlen. Es ist ein schöner Aufbau. Man hat hier coole Techniken, wie man eben zum Beispiel den Big Ben hier drauf macht. Es ist schön gebaut. Klar, es hat viele kleinere Teile auch, die man hier verwendet, aber Großen und Ganzen doch coole Teile und für den Preis völlig okay, wie ich finde. Also sogar eher ein guter Deal. Man bekommt 277 Teile für Originalpreis 15 Euro. Plus kann man noch die VIP-Punkte abziehen. Und wenn man das so ein bisschen so bestellt, dass man dadurch ein GWP bekommt, mein Gott, dann hat man alles richtig gemacht. Also, und wie gesagt, ich finde es schön, es sieht im Regal gut aus. Bei mir kommt das ins Regal, darf da schön aussehen. Und mein Gott, klar, es sind ein paar Aufkleber dabei, aber wenn man da nicht damit spielt, dann halten die eigentlich auch recht lange. Jetzt als Fazit eben, ich habe ja noch New York gebaut. Ich werde mir wahrscheinlich die anderen beiden auch noch holen. Das hier ist dann eben New York, hier hat es halt noch eine Minifigur drauf und so. Und ich finde New York einfach ein bisschen gelungener. Das ist aber meine persönliche Meinung. Mich würde interessieren, welches euch besser gefällt, ob euch New York besser gefällt oder auch London besser gefällt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde New York empfehlen. Wenn einer mal so ein Set ausprobieren will, holt euch New York. Hier hat es auch eben, wenn man das Set dann nicht will, dann hat man hier wenigstens noch eine schöne Minifigur zu all den schönen Teilen. Also es sind ziemlich die ähnlichen Teile. Eben von hinten sieht das auch so ziemlich gleich aus. Also es ist jetzt nichts, was auch die Bautechniken sind ähnlich. Auch viele Aufkleber halt, auch bei New York. Aber ich finde beide Sets schön. Also, aber ich tendiere ein bisschen zu New York. Finde das besser, vielleicht auch, weil ich da schon öfters war als in London. Und mir die Stadt besser gefällt, das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, hier hast du eine Minifigur. Und die ist bedruckt, die Minifigur, also die ist wirklich bedruckt. Und da sowas hast du halt hier nicht. Also hier so fehlt so ein bisschen so ein Highlight dann. Weil halt alles auch Aufkleber sind. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Sets findet, ob ihr euch die auch holt. Würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo dalassen, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das würde mich sehr freuen. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit London, viel Spaß mit New York. Viel Spaß mit Lego, mit der Creator-Serie, mit allen anderen Sachen, die ihr baut, mit allen anderen Sachen, die ihr macht. Habt Spaß, genießt das Leben und bis bald.